Herzlich willkommen dem Arbeits- und Sozialminister von der SPD, Hubertus Heil. Hallo. Herr Heil, nehmen Sie Platz. So. Ich weiß, Sie wollen mal gleich auf alles, deswegen bringe ich Sie erstmal auf andere Gedanken und bitte Sie, folgende Sätze zu vervollständigen. Dass Sigmar Gabriel nicht der Chef der Autolobby VDA geworden ist, finde ich. Ist seine Entscheidung. Finde ich. Habe ich nichts zu bewerten. Das ist seine Entscheidung. Gut oder schlecht? Das ist seine Entscheidung. Da mische ich mich nicht ein. Okay. Dass Gerhard Schröder bei vielen in der SPD unten durch ist, finde ich. Schade. Das ist immerhin ein Wort. Ich bin Niedersachs, Entschuldigung. Sie waren mal Friend of Gerd, Frog. Also ich war jemand, der was von diesem Kanzler gehalten hat. Okay. Der zum Beispiel Deutschland aus dem Irakkrieg rausgehalten hat. Und der auch Dinge angepackt hat, die nicht populär waren, auch nicht immer im Detail richtig, aber die notwendig waren. Also insofern, ja, ich bekenne mich dazu. Ich vermisse Andrea Nahles, weil? Ich vermisse sie menschlich in der Politik, weil sie eine überzeugte Sozialdemokratin ist und sie genauso viel wie andere Talente, auch Sigmar Gabriel. Ich finde, wir haben zu viele Leute verschlissen in den letzten Jahren. Unnötigerweise. Aber wenn Sie sagen, Sie vermissen sie menschlich, dann politisch nicht? Doch, natürlich auch. Ach so. Klar. Also ich werde mir nicht gewünscht, dass wir wieder eine Vorsitzende verlieren, weil wir die dadurch... Die auch noch. Ja, also ganz ernsthaft, ich will das auch mal beziehen auf das, was da eben gesagt wurde. Jetzt komme ich da nicht raus. Also ich glaube, wir haben uns keine Noten heute selbst gegeben, um das mal klarzustellen, sondern wir haben bilanziert, was wir geschafft haben und was wir noch vorhaben. Das müssen Wählerinnen und Wähler am Ende entscheiden. Aber ein bisschen hat Herr Kerner ja recht. Das mit der Performance ist so, dass der Eindruck entstanden ist durch diese Auseinandersetzung in der SPD, jetzt auch in der Union, die kreisen ständig um sich selbst und nicht um die Probleme von Menschen. Und mein Anspruch ist, dass wir den Lebensalter von Menschen verbessern, das Land zusammenhalten. Und das ist etwas, was wir in der äußeren Eindruck ändern müssen. Gut, und dann gehen wir doch gleich dahin und fragen, warum es Ihnen bei der Grundrente nicht gelungen ist, tatsächlich mal zum Ziel zu kommen. Ein halbes Jahr geht die Diskussion. Montag sollten Sie eigentlich damit fertig sein. Und jetzt wird das verschoben auf das nächste Wochenende. Und das heißt, es ist ein Spielball geworden. Also wird an dieser Frage tatsächlich sich die Zukunft der Großen Koalition entscheiden, wie das zum Beispiel der Generalsekretär gesagt hat oder auch Norbert Walter-Borjans. Vielleicht bringen wir das mal auf den Kern zurück, um wen es wirklich geht. Gleich? Nee, wenn Sie nicht, erst mal nee, sagen, nee, nee. Gleich erstmal, ich möchte erstmal wissen, ob es wirklich ein Streitfall ist, an dem die Koalition platzen kann oder nicht. Ich will, dass wir zu einer Lösung kommen und zwar so bald wie möglich. Und ich glaube, das ist Sonntag auch möglich, bei gutem Willen aller Beteiligten. Und ich sehe, dass guter Wille da ist. Ich fange trotzdem von hinten an. Wenn keine Lösung kommt, ist die Koalition... Wissen Sie, das ist das, was ich an Diskussionen nicht führe. Und zwar aus Überzeugung. Weil ich dann das fortsetzen würde, was wir besprochen haben. Wir drehen um Machtspiele, wir drehen um Parteiinteressen. Eigentlich geht es um die Menschen, für die wir die Grundrente machen. Ja. Und die halte ich aus Überzeugung für richtig. Weil es um Menschen geht, die einen Lebtag gearbeitet haben, die niedrig verdient haben. Ich habe heute einen Pförtner hier getroffen, der mir sagte, sie müssen das hinkriegen. Weil es auch mal um mich geht, weil ich jeden Tag gearbeitet habe, über viele Jahre. Und deshalb, wenn wir das hinkriegen, ist es eine große Sozialreform. Wir haben lange drum gerungen. Es wird übrigens auch ein Kompromiss sein am Ende. Ich halte Kompromisse in der Demokratie nicht für eine Schande, sondern es geht um Interessenausgleich miteinander. Und deshalb sage ich noch mal, bei gutem Willen, und der ist vorhanden, kriegen wir das auch miteinander hin. Wir sind noch nicht durch, aber es lohnt auch, um eine gute Lösung zu ringen, Frau Maischberger. Wir kreisen nur deshalb darum, weil es bisher eben noch nicht gelungen ist. Ja. Sonst würden wir uns ja tatsächlich heute damit beschäftigen, was Sie für einen Kompromiss gefunden haben. Also, um jetzt noch mal alle mitzunehmen. Es ging, das war ja auch mit Ihrer Idee, Andrea Nahles hat es in den Koalitionsvertrag verhandelt, es geht darum, dass Menschen, die 35 Jahre lang gearbeitet haben, aber am Ende nicht mehr haben, als die Grundsicherung ist, etwa um die 800 Euro, dass man die anhebt und dass man denen zumindest eine ebensolche Grundrente gibt. Die sollte bei 900 Euro liegen. Soweit so klar. Im Koalitionsvertrag steht dann noch ganz klar, Voraussetzung für den Bezug der Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, man schaut, brauchst du es wirklich oder nicht? Sie sind angetreten, haben gesagt, nö, das lassen wir mal sein. Warum wollten Sie sich nicht an den Vertrag halten? Also ich glaube, es ist ganz fair, und ich zitiere da jetzt durchaus mal auch eine CDU-Politikerin, dass, wenn wir ganz ehrlich sind, der Wortlaut des Koalitionsvertrages zumindest ein bisschen widersprüchlich ist. Hat Frau Merkel gesagt. Habe ich gehört. Und Kanzlerin. Wenn man ganz ernsthaft ist, geht ja am Ende darum, dass wir eine Lösung hinbekommen, die den Namen Grundrente auch verdient. Und es gibt zwei unterschiedliche Ideen. Eine ist die Idee der Grundsicherung. Da gibt es eine Bedürftigkeitsprüfung, wenn sie existenziell gefährdet sind, Hilfe vom Staat brauchen.
dann brauchen sie Steuergeld als Unterstützung für ein Existenzminimum. Die Logik der Rente ist aber erworbene Lebensleistung. Das ist nichts, was man sozusagen geschenkt bekommt, das hat man sich erworben. Und diese beiden Logiken müssen sich unterscheiden. Meine Überzeugung ist, dass Arbeit im Leben einen Unterschied machen muss, auch in der Alterssicherung. Ja. Weil wir reden hier nicht über eine bedingungslose Grundrente, sondern über eine, die Voraussetzungen hat. Es geht um die Menschen, die gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben. Es geht vor allen Dingen, Frau Maischberger, um Frauen. Denn das ist der Unterschied an dieser Stelle. So, nun gibt es aber diese Formulierung und deshalb muss man einen Weg finden. Ich glaube, dass das gelingt. Wir sind, wie gesagt, noch nicht durch. Und auch gelingen muss, weil, das sage ich auch noch mal, ich habe zwei Amtsvorgängerinnen gehabt, die sich daran versucht haben. Ursula von der Leyen vor vielen Jahren, auch Andrea Nahles. Und ich finde, wir dürfen die Menschen da nicht enttäuschen, sondern wir müssen das hinkriegen. Und jetzt sage ich mal, um wen es wirklich geht. Es geht um Lagerarbeiter, es geht um Friseurinnen, es geht um Altenpflegehelferinnen. Und das sind nicht Leute, die in Millionenvillen wohnen. Da wird auch viel abstruses Zeug im Moment erzählt. Naja. Es geht um diese fleißigen Menschen, für die ein Kernversprechen des Sozialstaats erneuert werden muss. Nämlich, dass man nach einem Leben voller Arbeit eine ordentliche Absicherung im Alter hat. Also ist Ihnen... Der Vorwurf aus der Union ist halt eben, wenn Sie gar nicht prüfen, ob jemand es dann wirklich braucht, dann kriegen plötzlich alle etwas, was sie eigentlich auch nicht verdient haben. Alexander Dobrindt hat den schönen Begriff von Hubertus Heil Konfettikanone geprägt, weil er sagt, also wenn Sie das so machen, wie Herr Heil das meint, also Sie prüfen einfach mal gar nicht, dann sind es nämlich nicht plötzlich ein paar 1,2 oder 2 Millionen, sondern dann bleiben es 3, 4 oder 5 Millionen, die es bekommen. Und dann wäre zum Beispiel, das ist ja das viel zitierte Beispiel, auch eine Gattin eines Zahnarztes dabei, deren Mann immer noch sehr viel Geld verdient, die 35 Jahre lang eben nur ein bisschen gearbeitet hat, vielleicht auch, weil sie Kinder erzogen hat, die aber in dem Moment, wo sie dann die Grundrente bekommt, einfach noch einen Gatten hat, der, sagen wir mal, 500.000 Euro im Jahr verdient. Und da sagt die CDU-CSU, die braucht das nicht. Ich glaube, da kriegen wir eine Brücke hin, aber ich will vorweg mal sagen... Ja, aber braucht sie das? Oder ist das ausgeschlossen nein, bei dem erst mal, ich habe ja eben gesagt, erstmal geht es um die Frage, was haben sich Menschen erworben? Ja. Und dass wir im 21. Jahrhundert die Alterssicherung von Frauen immer über den Mann definieren, ist, finde ich, auch nicht mehr 21. Jahrhundert. Aber trotzdem, es ist wichtig, dass wir... Das sind, unabhängig davon, dass ich so viele Zahnarztgattinnen wieder in der Diskussion sind, persönlich nicht kenne. Ich kenne einen Zahnarztgatten persönlich. Das ist Sigmar Gabriel, der kriegt aber keine Grundrente. Aber Scherz beiseite. Ja. Es geht ja um die Frage, ob wir mit der Gießkanne Geld ausgehen oder zielgenau. Und ich finde, über in diesem Fall, es würde mich aber wirklich interessieren, in diesem Fall würde dann diese Frau oder Partnerin das Geld bekommen, ja oder nein? Nein, wir reden jetzt über einen Mechanismus, das ist ja auch öffentlich geworden, wo wir hinbekommen, dass es sowas wie einen Einkommensfreibetrag gibt. Den gibt es übrigens auch bei anderen Sicherungssystemen. Ja. Was ich nicht will, ist, dass die Leute zum Amt müssen, dass sie ihr kleines erspartes Vermögen, ihr Auto oder ihr eigenes Wohneigentum aufbrauchen müssen. Das ist Bedürftigkeitsprüfung in der Grundsicherung, zum Beispiel in diesem sogenannten Hartz-IV-System oder Grundsicherung im Alter. Da muss man es aufbrauchen, bevor man was bekommt. Da geht es ja nur darum, ob man etwas hat und nicht zusätzlich etwas bekommt. Erstmal ist die Frage, müssen wir Menschen mit Bürokratie belästigen? Oder können wir über die Rentenversicherung klären, was an Anwartschaften da ist? Okay. Und kriegen wir zum Beispiel mit der Finanzverwaltung einen Abgleich hin, um sowas wie einen Einkommensfreibetrag, dann das irgendwann abschmilzt? Das kann man mit mir besprechen. Aber ich finde, wir müssen eine Lösung hinbekommen, die den Namen Grundrente verdient. Jetzt will ich es mal umdrehen. Dann ganz kurz, ich muss es verstehen. Also in diesem Beispiel bleibend, würde dann also diese Ehefrau oder diese Partnerin das Geld bekommen, ja oder nein? Es kommt auf dann, wenn man so einen Einkommensfreibetrag diskutiert, den es übrigens in der Rentenversicherung gibt, im Gegensatz zu dieser klassischen Bedürftigkeitsprüfung, kommt es auf die Frage an, wie hoch ist dieser Einkommensfreibetrag. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ganz hohe zusätzliche Einkommen da rausfiltern können an dieser Stelle. Das fände ich auch vertretbar, um für die Menschen, die es sich zum einen erworben haben und die zum zweiten darauf angewiesen sind, es zu bekommen. So, und deshalb sage ich, in der Logik des Koalitionsvertrags sind zwei Ziele drin. Das eine ist der Respekt vor Lebensleistung von Menschen und das zweite ist, einen Beitrag im Kampf gegen Altersarmut zu machen. Und mit ein bisschen Gehirnschmalz, mit ein bisschen Pragmatismus, glaube ich, kriegen wir eine gute Lösung in dieser Koalition hin, die ein Kompromiss sein wird, aber die Menschen tatsächlich hilft. Also das heißt, Sie werden sich am Ende der Woche vielleicht darauf einigen, dass das man ist mein Ziel. Beispielsweise die Steuererklärung ranzieht, aber dass man nicht zum Amt gehen muss. Sie werden verstehen, das ist jetzt so ein Satz, den meine ich ganz ernst, dass man über Details in laufenden Verhandlungen nicht redet. Das ist das Wesen von Verhandlungen. Ja. Und dass sich so viele
viele Menschen Mühe geben. Man kann das karikieren nach dem Motto, haben sie es wieder eine Woche verschoben. Für mich ist wichtig, dass zum 01.01.2021, das ist nämlich das Zieldatum, die Grundrente kommt, die den Namen verdient, weil wir eine Lücke haben in unserem Alterssicherungssystem für ganz viele Menschen, die nur aufgrund von viel zu niedrigen Löhnen in diesem Bereich am Ende nicht mehr oder nur knapp über der Grundsicherung haben. Die sind gemeint und für die machen wir das nicht, für die Parteitaktik. Irgendwo muss das Geld aber auch... Irgendwo muss das Geld, was man ausgibt, ja auch herkommen. Ja. Das ist ja so der andere soziale Aspekt. Es gibt ganz viele, die arbeiten und dann eben auch diese Sozialleistungen bezahlen. Das war auch mit ein Grund für die Agenda 2010. Gerhard Schröder hat sie installiert. Hartz IV heißt das System, das gerade vor Gericht stand, vor dem Bundesverfassungsgericht. Da gab es ein Urteil. Die Richter haben gesagt, so wie die Sanktionen im Moment laufen, sind sie zum Teil verfassungswidrig. Mhm. Also, wenn da jemand zweimal nicht zum Termin erscheint und er hat eine Kürzung, die weitergeht als 30%, ist das nicht in Ordnung, weil man an seinem Existenzminimum nichts mehr wegnehmen darf. Sie müssen das jetzt ändern. Mhm. Es gibt Stimmen aus Ihrer Partei, Kevin Kühnert gehört dazu, aber eben auch die schon erwählte Saskia Esken in diesem Falle, die sagen, dann mach doch gleich alle Sanktionen weg. Werden Sie das tun? Ich war in Karlsruhe. Ich finde, Sie haben die Bundesregierung vertreten in dieser Sache. Ich habe aber ein sehr weises und sehr ausgewogenes Urteil erlebt. Das muss man sich angucken. Obwohl es ein Gesetz, das Sie quasi mitverantwortet haben für was die SPD. Verschiedene mitverantwortet haben. Das ist mehrfach geändert worden. Da waren SPD dabei, CDU, CSU, FDP, Grüne übrigens auch. Okay, aber das ist Vergangenheitsbewältigung. Mhm. Sondern die Frage ist, was hat das Verfassungsgericht gestern gesagt? Die haben gesagt, ein menschliches Existenzminimum muss Teilhabe ermöglichen und die materielle Existenz sichern. Und die Frage war, kann man das einschränken? Mhm. Und da hat das Gericht gesagt, doch. Man kann durchaus, wenn Menschen zigfach nicht mitwirken, Mitwirkungspflichten verlangen und man kann sie auch durchsetzen. Aber es ist die Verhältnismäßigkeit, die Frage also, ob die bestehenden Regelungen überzogen sind, angegriffen worden. Und ich finde, dass das Verfassungsgericht eine Chance geboten hat, diese sehr vergiftete Debatte, die ich mal gesellschaftlich so beschreiben will. Mhm. Es gibt einige, die alle langzeitarbeitslosen Menschen unter den Verdacht stellen, nicht arbeiten zu wollen. Das finde ich ungerecht und ganz falsch. Und es gibt andere, die halten jede Form von Mitwirkungspflicht schon für einen Anschlag auf die Menschenwürde. Das halte ich auch für Quatsch. Okay. Sondern die spannende Frage ist erstens, wie kriegen wir Menschen da raus? Dafür haben wir in der Großen Koalition zum Beispiel den sozialen Arbeitsmarkt geschaffen. Und wie kriegen wir es hin, dass Menschen, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind, sich nicht schämen müssen, sondern die Hilfe vom Sozialstaat bekommen, die ihnen zusteht. Aber das schließt Mitwirkungspflicht nicht aus. Und ich bin nicht dafür, dass wir jede Form von Mitwirkungspflicht abschaffen, sondern es muss geeignet sein, den Menschen aus der Hilfsbedürftigkeit rauszuführen. Ich übersetze das, also die Sanktionen werden Sie nicht ganz abschaffen, sondern ich werde im Januar Vorschläge machen. Also erstens ist das Verfassungsgericht das Urteil sofort wirksam, das ist unmittelbar. Bis zum 1. Januar alles, was über 30% gekürzt wird. Nein, ab sofort sozusagen ist es so, dass bestimmte Härten, die überzogen sind und in dem System sind überzogene Regelungen drin. Ich sage ein Beispiel, dass man in die Kosten der Unterkunft rein sanktionieren kann, hat arbeitsmarktpolitisch überhaupt keinen Sinn, verunsichert Menschen in Zeiten von angespannten Wohnungsmärkten. Und solche überflüssigen Sanktionen müssen weg, die helfen nicht. In anderen Bereichen sage ich Ihnen, wenn jemand das 10. Mal nicht zum Amt kommt und mitwirkt und einen Termin nicht wahrnimmt, dann muss es irgendwie auch eine Folge haben. Es sei denn, es sind Menschen, die psychisch krank sind, dafür wird es Härtefälle. Ich habe gehört, auch das werden Sie heute hier nicht lösen, sondern dann im Januar. Sie wissen aber, was soziale Härte heißt, weil Sie, glaube ich, selber, wenn ich das richtig sehe, mit 6 Jahren tatsächlich so etwas, das nennt man heute sozialen Abstieg, erlebt haben. Die Eltern haben sich getrennt und Sie sind von einem Einfamilienhaus in einen sozialen Wohnungsbau oder was war das, eine Platte gezogen? Also ich weiß nicht, ob ich das mit Armut bezeichnen würde, aber es war sozialer Abstieg. Meine Eltern haben sich getrennt, wie das oft in Familien sind. Wir reden über die späten 70er. Mein Vater ist ins Ausland gegangen, um keinen Unterhalt zu zahlen, hat meiner Mutter Schulden hinterlassen. Meine Mutter war voll berufstätig, was in den 70er Jahren in Westdeutschland noch ein bisschen schräg angeguckt wurde und Lehrerin, dann noch geschieden. Ich bin dann tatsächlich aus so einer heilen Welt eines Bullabü Ortes in eher das gekommen, was man heute eine Plattenbausiedlung nennt. Das war eine harte Erfahrung. Es war aber auch die Erfahrung, dass ich durch die Hilfe meiner Mutter, durch Bildungschancen, da rausgekommen bin, dass sozialer Aufstieg möglich ist. Sie waren ein Schlüsselkind, so nannte man das, glaube ich, damals, oder? Ja, das ist so. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist jetzt auch keine Leidensgeschichte. Das ist eine Lebenserfahrung. Aber zur Lebenserfahrung gehört auch, dass man gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen, dass man Selbstständigkeit gelernt hat und dass man auch gelernt hat, dass es einen Unterschied macht, ob man eine Chance im Leben bekommt. Das hat mich schon politisch auch geprägt. Hat Ihre Mutter SPD gewählt oder wie sind Sie sonst 1979? Meistens. Wir haben ein Foto, ich weiß gar nicht, wo es ist. 1979 sieht man einen kleinen Hubertus Heil,
Das oben ist Helmut Schmidt, das ist klar zu erkennen. Ja. Der Bursche, der da drunter liegt, 6 oder 7 Jahre alt dann eben, ist Hubertus Heil. Der hat sie zum evangelischen Kirchentag zu einer Rede von Helmut Schmidt entführt. Das war meine Mutter, die war eine evangelische Christin. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, dass sie meistens Sozialdemokratie gewählt hat, was in meiner sehr konservativen Familie schräg angesehen wurde. Aber die war eher so eine Sozialliberale, wenn ich ehrlich Linda Teuteberg bin. Ich glaube, sie hat auch aus Versehen mal Genscher gewählt. Aber meistens, glaube ich, vernünftig. Und Sie sind eingeschlafen bei der Rede von Helmut Schmidt? Nein. Nee, also mir war als Kind, ehrlich gesagt, es ist ein wahnsinnig schönes Foto, was mich anrührt, weil ich Helmut Schmidt für einen großen deutschen Kanzler halte. Aber das wusste ich damals als Kind noch nicht. Ich habe mich tatsächlich gelangweilt und musste damit leben, dass am nächsten Tag in den Nürnberger Nachrichten, glaube ich, dieses Foto auf der Titelseite war mit der Überschrift "Der Knabe, der dem Kanzler ganz, ganz nah sein wollte". Als ich bei den Jusos war, habe ich das immer unterdrückt und versteckt. Das gebe ich zu an dieser Stelle. Heute ist die Partei nicht mehr da, wo sie war mit Helmut Schmidt. Das kann man mal einfach so feststellen. Ja, es sind auch andere Zeiten. Heute gibt es 2 Teams, die sich um den Parteivorsitz bewerben. Das eine will in der Großen Koalition bleiben. Das ist Herr Scholz und Frau Gleiwitz. Geiwitz. Und das andere ist Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die wollen aus der Großen Koalition aussteigen. So sagt es jedenfalls Frau Esken. Wen wählen Sie? Also ich bin subjektiv, weil ich mit Clara Geiwitz zusammen in Potsdam zum Beispiel studiert habe. Wir sind befreundet. Mhm. Ich halte wahnsinnig viel von ihr. Ich finde es auch richtig, wenn man schon eine Doppelspitze macht, dass Ost und West vertreten ist. Ich habe erlebt, wie sie in Brandenburg engagiert für die Gleichstellung von Männern und Frauen gekämpft hat. Also Sie wählen sie. Und ich bin auch dafür, und dafür steht auch Olaf Scholz, dass die SPD sich nicht an den Rand verzieht. Also in der Großen Koalition bleibt. Nein, es geht nicht um die Koalition als Selbstzweck, sondern es geht um den Anspruch der Sozialdemokratie, für dieses Land wieder stärker zu werden bei den nächsten Wahlen, aber sich auch nicht vor Verantwortung zu ducken. Also jetzt muss meine Kollegin Teuteberg ganz tougher sein von der FDP. Ich möchte nicht, dass die SPD vor der Verantwortung flieht, wie es die FDP getan hat. Das wäre für Sozialdemokraten nicht gut. Wir müssen für Menschen was bewegen. Das ist unsere Aufgabe in Zeiten, die wirklich wild sind, in denen viele Menschen verunsichert sind. Also wählen Sie Frau... Ich werde Clara Geiwitz und Olaf Scholz wählen. Und das aus Überzeugung, weil ich der Überzeugung bin, dass die anderen keine unrechten Leute sind. Ich schätze Norbert Walter-Borjans sehr. Aber danke, das werde ich tun. Ja. Das ist doch eine Antwort. Vielen Dank, dass Sie die gegeben haben. Über alles Weitere müssen wir dann im Januar reden. Herzlichen Dank. Wir sehen uns. Hubertus Heil, herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Applaus